Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die Anwendung von Otto vorstellen. Bekleidung kann man da kaufen, Schuhe und auch noch vieles, vieles mehr. Und im Internet immer am Computer zu kaufen, ist ja mittlerweile gar nicht mehr so weit verbreitet. Die Leute wollen einfach von unterwegs kaufen und das geht auch ganz einfach mit der Anwendung von Otto, die es kostenfrei gibt. Und die hat wirklich ziemlich viele Funktionen. Man kann auf so ziemlich alle Versandoptionen zurückgreifen. Man kann sich das gesamte Sortiment anschauen, Preise und das Ganze auch gleich bestellen. Und das wollen wir euch jetzt auch einfach mal so nach und nach zeigen. Hier habt ihr erstmal auf der Startseite ein paar Aktionen oben. Zum Beispiel gibt es hier 24 Stunden Lieferung, 1 Euro oder sowas. Also irgendwelche Funktionen, also irgendwelche Aktionen, zum Beispiel Jeans-Trends etc. Und da kann man erstmal auf diese Highlights zurückgreifen. Oben rechts ist eine Suche versteckt, oben links kann man sich gleich einloggen. Und hier gibt es auch nochmal ein Suchwort oder eine Bestellnummer, nach der man hier suchen kann. Zusätzlich gibt es hier einen kleinen Bereich, wo man einfach mal raufklicken kann und da sagen kann, was man denn eigentlich machen möchte. Zum Beispiel Sendeauskunft einholen ist natürlich ganz beliebt von unterwegs. Auch mein Kundenkonto einsehen, aber man kann auch im Sortiment stöbern oder die erweiterte Suche nutzen. Hier gibt es dann zusätzlich noch einen Code-Reader. Also einen kleinen Scanner und noch eine Verbindung zu Twitter und Facebook. Gehen wir aber mal in den Bereich Kategorien, denn im Vergleich zu vielen anderen Online-Shops gibt es hier einen gigantischen Vorteil. Hier kann man erstmal so grob die Kategorie wählen, zum Beispiel hier Herren. Und jetzt hat man hier nicht nur die Möglichkeit, Herrenmode von A bis Z und dann hier zum Beispiel Hosen, Jacken und so weiter reinzuschauen. Man kann das Ganze auch noch nach anderen Sachen filtern, nach Marken. Das geht eigentlich auch bei fast allen anderen Online-Shops, aber nach Premium-Marken ebenfalls. Das Schöne ist aber, dass man hier auch nach Anlässen filtern kann. Das bedeutet, sucht man zum Beispiel Partymode, Streetwear oder Sportmode, kann man hier direkt draufgreifen und es werden einem dann relevante Produkte angezeigt. Das ist ziemlich cool, denn falls man sich nicht so sehr auskennt, kann man hier direkt nach Anlässen oder Themen was Passendes suchen oder auch nach Trends, Neuheiten oder Sale. Das ist natürlich nochmal was anderes, aber dass das hier ganz einfach so funktioniert, ist eine ziemlich coole Sache. Gehen wir mal nach Marken und klicken hier mal was an. Da seht ihr schon, dass man hier oben immer so einen Filter im Hintergrund hat. Zum Beispiel hat man jetzt hier schon die Marke, man kann aber auch hier noch die Farbe festlegen oder auch den Preis und dann so ganz einfach zum Wunschprodukt kommen. Eine einzelne Seite wollen wir euch natürlich auch nochmal zeigen, wie so eine Produktseite dann aussieht. Machen wir hier einfach nochmal irgendeinen Herrenschuh. So sieht das Ganze dann aus. Man kann sich hier natürlich noch die Farbe wählen, wenn es mehrere zur Verfügung gibt. Und natürlich auch die Größe und dann kann man das auch in den Warenkorb legen. Es gibt dann hier noch den Bereich Service, da geht es eigentlich rund um die ganzen Account-Funktionen. Man kann sich wie gesagt hier anmelden, dann kann man auf das Kundenkonto zurückgreifen, auch die Sendeauskunft einsehen oder auch auf den Merkzettel. Zusätzlich gibt es hier bei Beratung und Bestellung noch Kontakt und Anfragen, Kataloganforderung oder Direktbestellung und ihr seht, hier ist auch noch einiges weiteres an Informationen verknüpft. Der vierte Reiter ist dann auch nochmal ganz praktisch. Hier kann man nämlich auf den Merkzettel und auch auf den Warenkorb zurückgreifen und dann hiermit zur Kasse gehen oder direkt weiter shoppen. Also entweder das Kaufen von unterwegs oder nochmal ein bisschen weiter stöbern und danach kaufen. Und danach gibt es hier noch den Reiter mehr, wo nochmal einige Funktionen integriert sind. Hier kann man sich zum Beispiel nochmal anmelden, Benachrichtigungen anschauen, hier auch nochmal den Code scannen oder Otto auf Facebook oder Twitter besuchen. Insgesamt auf jeden Fall eine ziemlich schöne Anwendung. Falls ihr gerne mal was von Otto unterwegs bestellen wollt, ist das hier, denke ich, die ideale Anwendung, die mit vielen Funktionen gerade so protzt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.